Da wären wir wieder. Schocktober, er geht weiter. Einmal werden wir noch bei meinen Tipps, Horrorfilm-Tipps bleiben. Einmal werden wir noch wach. Dann ist, mir fällt kein Reim mit Ach ein, wo du mit involviert bist. Dann ist es schon Schröckviertel nach. Oder ja, ist schon wieder Schröcktag. Das finde ich gut. Genauso wird es nämlich sein, denn wir haben in den letzten 5 Tagen meine Horrorfilm-Tipps 2015 Schocktober Platz 8 bis Platz 4, inklusive heute, dann gemacht. Und bevor wir meine Top 3 dann in Angriff nehmen, besser gesagt unser beider Top 3, da werden wir nämlich abwechselnd jeden Tag was machen, bist du dann wieder mit 5 Filmen dran. Ja, ich bin, oh Mann, und es war ein harter Kampf. Es ist immer das Gleiche, ne? Man denkt, man hatte schon fest seine Liste und dann... Ah, Moment, lass mich das nochmal checken. Ja, lass nochmal gucken. Da werde ich dann bei dem gegebenen Platz, um den wir hier oder von dem wir so ein bisschen hier gerade das Foreshadowing betreiben, werde ich nochmal zur Sprache kommen. Ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt mit den ganzen Zusatzinfos, die hinzugekommen sind, als ich in den letzten Tagen jetzt die Sachen, die wir aufgenommen haben, geschnitten habe. Ich habe Videos von Hildes wilde Horrorshow gefunden und da ist es ja der Hammer, muss ich sagen. Also, dass sowas zutage gefördert wird. Ich sag doch. Ist ein sehr großer Vorteil. Ich würde echt für eine DVD-Box, wo die alle drin sind, die waren ja nur 2-3 Monate eben gelaufen, würde ich mir gerne holen. Also ich meine, man kann bestimmt mal bei RTL anfragen, ob davon noch irgendwelche alten Magnetbände existieren. Und ich weiß, Wolf hat es ja geschafft, irgendwie beim WDR oder beim NDR, also oder bei irgendeinem dritten Sender, eine Kopie zu bekommen von Fürchterliche Freunde. Das sagt mir was. Ja, das ist so eine, das war mal auf irgendeinem dritten Kanal lief das. Das war einfach, kennst du diesen Zeichentrickfilm Herrscher der Zeit? Ja. Ja. Der war das, eigentlich das permanent wiederkehrende Haupt- oder der Hauptbestandteil der Sendung war halt Herrscher der Zeit. Immer so ein Abschnitt aus dem Film. Und Lisa Fitz hat das moderiert. Okay. Und hat dann halt quasi immer so mehrere Kurzfilme gezeigt, so gezeichnete Kurzfilme, die alle irgendwie so ein bisschen abstrus, fantastisch, bizarr, grotesk und sonst irgendwas waren. Also da gab es unter anderem auch ein wiederkehrendes Element, war ein Vampir mit riesigen langen Fangzähnen. Der sah eher lustig aus. Also wie gesagt, es war eher so eine kleine Zeichentrickfigur, Gaston oder Baston oder so, glaube ich, hieß der. Der hatte halt so ewig lange Fangzähne. Sagen wir mal, die gingen ihm halt irgendwie bis zur Hüfte. Und der hat halt immer irgendwelche Sachen erlebt und dann, bevor es dann wirklich ganz schrecklich wurde, zack, ist er aufgewacht in seinem Sarg und hat sich umgeguckt und so, hat festgestellt, es war nur ein Traum, hat den Deckel zugemacht und hat weiter gepennt. Geht's weiter. Und dann kamen irgendwie noch so 2-3 andere Sachen und am Ende jeder Folge von Fürchterliche Freunde, fast am Ende war das meistens, glaube ich, kam halt immer wieder ein neuer Teilabschnitt von Herrscher der Zeit. Und das lief halt, keine Ahnung, ey, WDR, SWR, irgendwo lief das. Und Wolf hat den Verlag, den Sender angeschrieben und hat dann quasi von denen auch für einen, sag ich mal, echt stolzen Preis eine DVD-Fassung oder einen DVD-RIP quasi von den Folgen bekommen. Wenn die Erinnerung dann einen sozusagen nicht wieder loslässt und sagt, hey, das möchte ich nochmal sehen, nochmal erleben, aber kannst du nicht dich darauf verlassen, dass irgendjemand das mal aufgenommen ins Internet gestellt hat. Und das ist ja das, also Wolf hat das ja gemacht, weil kurioserweise nirgendwo im Netz was dazu zu finden ist. Also ich bin erstaunt oder ich bin froh, dass du was zu Hildes wilde Horrorshow gefunden hast. Ich habe mich noch weiter umgeschaut, es gibt zumindest einen Clip, wo man die ganzen Host-Segments zusammengeschnitten hat, also ohne die Filme dazwischen. Aber ich hätte das auch gerne mal im Gesamtkontext gesehen, wie sich das mit den Filmen zusammengefühlt hätte. Und also es ist schon eine schöne Reise wieder zurück. Also ich bin gespannt, was da noch für Reminiszenzen dann aufkommen, wenn wir weitermachen. Mein Platz 4 heute ist im Weltraum beheimatet. Es geht also nach Pandorum, glaube ich, das ist mein zweiter Space-Horror, den ich hier in die Liste reinpacke. Und Horror ist ein Teil des Filmes, aber es ist nicht nur purer Horror. Es ist von dem Regisseur, der bekannt ist, dass er sehr viele variable Filme macht. Und er hat auch einen Horrorfilm gemacht, wo ich den überhaupt nicht mag. Wobei ich da aber auch relativ alleine bin, weil es einer der beliebtesten Horrorfilme der letzten Jahre ist. Mein Platz 4 ist Sunshine. Unsere Sonne stirbt. Die Menschheit steht vor dem Aussterben. Vor 16 Monaten habe ich, Robert Capper, mit einer 7-köpfigen Crew, die in einem solaren Winter erstarrte Erde verlassen. Unsere Mission, die Sonne wieder zu entzünden, bevor es zu spät ist. Oh. Und Danny Boyle. Meinst beliebtesten Horrorfilm, meinst du mit 28 Days Later? Das meine ich, ja. Da bin ich ja relativ alleine auf weiter Flur, wenn ich sage, dass ich den überhaupt nicht mag. Nee, würde ich, also beziehungsweise nicht, was, wenn diese, was hast du eben gesagt, auf weiter Flur?
Ja, also was ich mitbekomme, ist immer, wenn ich sage, ey, ich finde, dass 28 Days Later hat so viel verschenktes Potenzial wie kaum ein anderer Film. Und dann kriege ich meist zurück, nein, das ist super, 28 Days Later ist fantastisch und so weiter. Und da stehe ich eben relativ alleine meist damit meiner Meinung. Also wenn du auf weiter Flur meinst oder mit weiter Flur quasi hier nur diese Couch meinst, dann muss ich sagen, bin ich mehr auf deiner Seite. Beziehungsweise, das ist immerhin etwas, das zieht fast mehr. Also ich will 28 Days Later jetzt nicht seine inszenatorische Klasse irgendwie absprechen, die er ja durchaus, würde ich auch nicht machen. Die er auch durchaus hat. Ja, allein die Anfangsbilder von dem ausgestorbenen London, die sind heute immer noch, sag ich mal, ein viel zitiertes Bild und ein Wegweiser, oder zumindest was so den Aufwand und die Inszenierung betrifft und das Gefühl, was damit vermittelt worden ist, ist das auf jeden Fall ein Bild, was immer wiederkehrt und halt wirklich seinen Platz in der Geschichte irgendwie eingefunden hat. Also es ist eben, um das kurz damit reinzutun, den Auftrag und alles finde ich super, ne? Der hat sich schön Gedanken gemacht, auch die Idee, dass jetzt, es sind nicht klassisch Zombies, sondern eine Virusinfektion und auch diese schnellen Zombies, die Untoten, ist auch eine Signatur gewesen, die er quasi mit popularisiert hat und gemacht hat. Aber sobald dann der Film so ab der Hälfte ungefähr dann die Reise anfängt, bis die in dieses Lager kommen mit den Militärtypen, da zerfällt der Film so enorm. Und ich finde es dann eben, für mich ist die Enttäuschung so riesig groß, dass aus einem Film, der so viel Potenzial, der so viel Versprechen hatte in der ersten Folge, am Ende ein sinnloses Gemetzel wird mit einer Militärtruppe, die, weil sie seit 3 Wochen nicht mehr gefickt hat, dann auf einmal irgendwie zu Sklaven, Mädchen, Händlern werden oder quasi zu Monstern. Und alleine diese Szene, Cillian Murphy, wenn er anfängt, dann sich mit Dr. Who zu bekämpfen und dem die Augen ausdrückt und alles. Also, ich meine, der Gewaltgrad ist ja auch cool, will ja keiner was sagen, so, aber ich sehe es da wirklich wie du und ich bin da wirklich voll auf deiner Seite. Ich finde halt 28 Days Later ist genau, wie du beschrieben hast, ein Film, der dann irgendwann zu viel des Anspruchsvollen wahrscheinlich sein möchte. Genau. Ja, der halt irgendwie denkt, okay, er muss jetzt noch dieses menschliche Drama da auf Teufel komm raus erzählen, der muss diese Bindung da zwischen zumindest Cillian Murphy und der Kleinen da aufbauen und dann halt auch nochmal so einen zusätzlichen emotionalen Verstärker da quasi unterbringen, wie jetzt halt Brandon Gleeson und sein Kind. Ja, und das tut mir leid, ja, fand ich auch leider, hat das den Film sehr, sehr viel geschadet. Auch wenn viele, sag ich mal, dann der Feuilletonisten oder der anspruchsvollen Kritiker, die halt so wahrscheinlich dann auch sich überhaupt nicht so sehr mit dem Zombie-Genre oder mit dem Genre auseinandersetzen oder vielleicht schon über die Jahre hinweg gesagt haben, ey, oh Mann, alles das Gleiche, alles irgendwann wieder nur repetitiv und ausgelutscht, so dass die halt dann gesagt haben, ja, nee, ich begrüße das jetzt auf jeden Fall so sehr, dass dieser Film deutlich hervorsticht in der Masse an Zombie-Filmen. Ja, zumindest. Sticht er ja auch, aber ich muss auch sagen, für mich vom Unterhaltungsgrad war es nicht das Richtige. Wie gesagt, es ist alles immer so eine persönliche Ansicht, wie man sie hat und irgendwie, wenn ein Film mich in meinen Erwartungen enttäuscht, dann bin ich auch wirklich enttäuscht davon. So bin ich in den letztjährigen Godzilla zum Beispiel reingegangen, den ich auch überhaupt nicht gemocht habe, wie er sozusagen letzten Endes geworden ist. Nichtsdestotrotz, Danny Boyle natürlich einer der variabelsten Regisseure überhaupt, der dann Hammer. Von Genre zu Genre springt und wirklich sich auch richtig reinschraubt und einfach, ich kenne kaum einen anderen Regisseur, der die Möglichkeit bekommt, sowas in der Form zu machen. Und ja, erstens das und zweitens halt immer den Genres, mit denen er sich beschäftigt oder mit den Umfeldern, mit den Themen, mit den Settings, trotzdem immer wieder irgendwie einen eigenen Dreh abgewinnt, beziehungsweise solch einen Dreh abgewinnt, der dann in der Regel fast immer zu einem unterhaltsamen oder auch ja doch mindestens unterhaltsamen bis herausragenden Film führt. Genau. So, ja. Ich habe jetzt gerade, lass dich nicht irritieren. Ich habe jetzt gerade, vor 2 Tagen habe ich den Steve Jobs gesehen. Oh, ja. Von ihm. Mhm. Und ey, der ist großartig. Ist besser als der mit Ashton Kutcher? Ja. Weitaus besser, aber ich muss auch sagen, eins der besten Biopics, das ich lange gesehen habe. Eben cool. weil Boyle mal wieder einen neuen Dreh findet. Der erzählt hier diese Geschichte von Steve Jobs oder diese Charakterisierung von dieses Porträt von Steve Jobs. Er erzählt er nur anhand von 3 Produktpräsentationen und was immer halt davor geschehen ist. So, ja. Also das findet immer direkt bei dieser Präsentation statt und dadurch schafft er es aber immer wieder irgendwie Sachen zu erzählen und Informationen zu geben und Geschichte irgendwie anzufüllen, ohne dass es langweilig wird. Oder beziehungsweise das macht er und dann schafft er es nebenbei noch, dass es halt nicht langweilig wird.
was die so erzählen, das ist dann wieder ein Film von Andy Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Und dann aber auch wieder optisch. Aaron Sorkin. Ja. Und dann aber auch wieder optisch irgendwie noch mal aus jeder Ecke irgendwie noch so ein Ding rauskitzelt, wo du dir denkst, ja, Hammer. Das ist das Schöne, ja, du hast gewisse Trademarks, die du bei dann Danny Boyle erkennst, aber eben er verändert sich selbst gut genug, um dem Genre dann gerecht zu werden. Und Sunshine war seine Art, einen Science-Fiction-Film zu machen, wo aber auch Horrorelemente mit reinkommen. Also deshalb würde ich den nicht als reinen Horrorfilm bezeichnen, obwohl er schon eine Struktur ein bisschen so hat. Es hat schon immer eine sehr bedrückende Stimmung, was da passiert. Rein vom Grundthema her geht es darum, dass die Sonne kurz davor ist zu erlöschen und eine Expedition gestartet wird in Richtung Sonne. Ein Raumschiff mit einer kleinen Crew fliegt los, weil das erste Raumschiff, das diese Mission schon hatte, zur Sonne hinfliegen und die sozusagen mit einem Zündi zu versehen, dass die wieder, ja, um es mal auf die Zurück in die Zukunft 3 Art dann zusammenzufassen. Ja, dieses Schiff meldet sich nicht mehr, die Expedition ist verloren. Jetzt kommt eine weitere, die letzte Hoffnung der Menschheit, um zu sehen, A, was ist mit der Expedition passiert und B, ja, es ist unsere letzte Hoffnung, weil ansonsten ist es aus mit der Erde, wenn die Sonne erlischt. Und deswegen müssen wir sie mit einer 5000-Kilo-Bombe irgendwie nochmal ankurbeln. Genau, und innerhalb des Filmes wird dann eben diese Reise skizziert. Parallelen, wenn man die zu 28 Days Later ziehen wollte, natürlich auch, dass da eine gewisse Horror-Thematik mit bei ist, auch durchaus nette Effekte, aber auch Cillian Murphy als Hauptdarsteller wieder mit dabei, in einer dezent anderen Rolle. Und Als ich hatte mir den Film auch auf gut Glück mal auf Blu-ray bestellt, hatte noch so im Hinterkopf, ach, Danny Boyle und jetzt so Sci-Fi und so weiter, aber ey, irgendwas Sci-Fi, Science-Fiction, Action, guckst du dir immer an und ich wurde sehr positiv überrascht, weil der Film mich A, mit der Thematik, mit der Stimmung reingezogen hatte, auch ziemlich gute Performances, nicht nur von dem Cillian Murphy, auch von den anderen Schauspielern, insbesondere Chris Evans, habe ich da als ziemlich gut empfunden. Stimmt, der war ja auch noch mit dabei. Bevor er ich muss an Michelle Yeoh denken. Ich fand toll, dass Michelle Yeoh in diesem Film untergekommen ist, weil man die er in amerikanischen Filmen ja eher selten sieht. Und es war schön zu sehen, dass man wieder einen Film im Kino hatte, in dem sie auch auftauchen durfte. Und es war nicht, wir casten jetzt Michelle Yeoh als die Kung-Fu-Tussi, nein, wie sie gerne mal da mal reingenommen wird, sondern in einer dramatischen Rolle, die und so weiter. Vielleicht ist das da auch ein Punkt, ich will da nicht zu viel spoilen, was dann insofern in dem Film passiert, weil es sind ein paar schöne Revelations, auch innerhalb, wie sich das in der Crew, die Situation hochstachelt, hochspitzt, was für Erkenntnisse gewonnen werden, dass dieser Film dich durch die Sprache, wie er die Sachen erzählt, durch die Präsentation, also alleine, da sind sehr, sehr viele coole Szenen bei, die Startszene, wo der eine Typ hier in dieser Sonnensilhouette da drin ist und das haben sie, glaube ich, auch für das Cover benutzt, ne, wo man nur seine Silhouette sieht vor der Sonne und er das in sich aufnimmt. Der Film hat viele Momente, wo er mal wirklich dich packt, ja, und mitnimmt und ich war die ganze Zeit über mit dieser Reise mit dabei sozusagen und es sind eben auch ein paar richtig nette Horrorgeschichten dabei, dass es nicht nur bei einem zwischenmenschlichen Drama und so weiter bleibt, denn man kann sich schon denken, na, eine Situation, eine schwere Situation, auch durch die Grundstimmung, durch die bedrückende Stimmung, das ist auch schon ordentlich Horror. Ja, ja Gregor, ich das ist einer der seltenen Fälle, glaube ich, wo wir leider nicht auf einen wirklich breiten Nenner geraten werden. Weil ich muss sagen, ich finde, Sunshine ist mit einer der schlechtesten Danny Boyle-Filme. Okay. Und beziehungsweise nicht unbedingt schlecht, also okay, ich versuche es anders auszudrücken. Es ist nicht einer der schlechtesten Danny Boyle-Filme, sondern es ist einer der Boyle-Filme, der mir neben 28 Days Later und 127 Stunden am wenigsten gefällt. Ich habe mich eigentlich sogar regelrecht aufgeregt damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe im Kino. Aber ich gebe dir in vielen Punkten recht. Also was man dem Film auf jeden Fall überhaupt nicht absprechen kann, ist seine technische Inszenierung, beziehungsweise die Effekte, die Tricks, die er da in diesem Film benutzt. Ja, und die dann auch wirklich, sage ich mal, was jetzt die reine Inszenierung angeht, also Kamera, Winkel, Perspektiven, Filter, Steadicam oder Handwackel und so weiter und so fort. Alles, was da drin in diesem Film reingepackt worden ist, war schon sehr erfrischend für das Science-Fiction-Kino. Aber was mir von Anfang an missfallen hat, das war halt dann auch leider genau an derselben Position zu finden. Es wirkte für mich irgendwann zu sehr auf Teufel komm raus. Verstehst du? Also als wolle er jetzt zu oft dem doch eher cleanen Look, diesem eher, wie soll man sagen, diese Apple
Zukunft, die ja viele Science-Fiction-Filme irgendwie versucht haben, in eine, also so ein richtig weißes, klares, strukturiertes, minimalistisches Bild, so, wie jetzt bei 2001, was man ab 2001 irgendwie. Und die meisten Science-Fiction-Filme, ja, selbst ein Alien, sagen wir es mal, ja, der war ja noch, obwohl der permanent im Dunkeln gespielt hat und mit Dampf und Wasser und so weiter, der war ja noch so von den Bildern oder von der Optik, sage ich jetzt mal, relativ klar, auch wenn man kaum was gesehen hat. Also das bitte nicht falsch verstehen. Das ist, Alien ist ein wirklich von der Stimmung her ein fantastischer Film. Ich fand halt nur, dass Boyle halt wirklich zu sehr seinen modernen Look auf dieses Genre draufpressen wollte, was dann in einem Finale resultiert, das ich wirklich leider echt grausam fand. Ja? Weil ich fand, man hat überhaupt nicht richtig mitbekommen, räumlich wie halt auch inhaltlich, wo was gerade stattfindet, wo man sich befindet. Ich habe den Film dreimal mir anschauen müssen, um das Konstrukt des Raumschiffs, ja, also das haben wir ja gesagt, also die wollen eine Bombe in die Sonne schicken, die quasi die Sonne nochmal neu antreiben soll, also die den Kern der Sonne quasi rotieren lassen soll. Und die schleppen dadurch halt eine riesige Bombe mit sich rum, zusätzlich zu einem riesigen Solarschild. Ja, und da die wie das alles, wo, wann, was stattfindet gegen Ende, ja, das fand ich leider echt, boah, das fand ich so anstrengend zu schauen, weil es einfach, weil ich es nicht gerafft habe, ja. Ich meine, das mag jetzt, das wirklich, das ist ein persönlicher Eindruck oder also ein subjektiver Eindruck, das kann anderen Leuten wirklich ganz anders gehen. Also die, wenn jemand das sieht und sagt, ja, ja, klar, da und da ist es so und so und jetzt sind die da und da, kann ich vollkommen nachvollziehen, ich konnte es damals nicht und dementsprechend hat mich dieser Film auch, also hat mir dieser Film auch nicht gefallen. Ich würde da auch das absolut nicht aussprechen. Es ist interessant, dass wir auch mal da einen Film haben, wo ein bisschen die anderen Ansichten sind. Gerade was diese Geschehnisse, die du am Ende da ansprichst, da angeht, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo auch viele sagen werden, dass das der Grund ist, warum die den Film persönlich nicht gut finden, weil ich glaube, das wird auch öfters dann als Grund genannt. Ich fand die Situation, wie du sie beschrieben hast, eher, ich habe da so eine gewisse surreale Komponente drin gesehen. Ja? Je weiter, je näher der Film in Richtung dieser Sonne hingeht, was dort konkret passiert oder was da ist, finde ich, ist dann auch oft ein bisschen so Gegenstand von, passiert das wirklich oder passiert das nicht wirklich? Ja. Na, und für mich zumindest hat das jetzt nicht unbedingt das umgedreht, was der Film bis dahin aufgebaut hat und dann angestellt hat, war auch so ein bisschen eine überraschende Komponente, was da passiert. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich den damals geguckt habe, ich dachte, okay, das ist jetzt nicht ganz die Richtung gegangen, wo ich gedacht habe, aber ich fand den eigentlich schon ziemlich cool. Ja, und auch das hat mich auch so ein bisschen gestört. Ich habe den Trailer gesehen und dachte eigentlich eher, okay, ich meine, das ist eher so in Richtung Katastrophenfilm oder ja doch, moderne Katastrophenfilm anzusiedeln. Und ich habe mich eigentlich eher darauf gefreut, dass Boyle quasi wirklich ein Armageddon mit Anspruch, ein The Core in Gut. Ja, das ist nicht so schwer eigentlich. Inszeniert so, weißt du, was ich meine? Also, ja. Das für mich war das eher sowas, okay, die fliegen zur Sonne, wollen die Sonne starten, Bombe, bumm. Ja, fein. Also eher so ein bisschen der wissenschaftlichere Science-Fiction-Film, so, ja. Klingt auch blöd. Also, aber ja, man hat den Kontext verstanden, ja, was du meinst, ja. Und dann kommt halt das, was Boyle macht. Und dann fand ich das so, ey, oh, echt? Das kommt jetzt aber ziemlich Kai aus der Kiste mäßig. Also das war nicht so, das war einfach zu plötzlich dafür, dass man im Vorfeld eher darauf erpicht war, zu erklären, was für eine Mission das ist und die, sag ich mal, dann auch die Belastung durch solch eine Mission irgendwie darzustellen. Das fand ich ja ziemlich gut sogar, ja. Und dann aber auch so manche Spannungen, die dann entstanden ist innerhalb der Crew und innerhalb des Films, gut, die fand ich dann mal irgendwie ein bisschen herbeigedichtet, mal fand ich die aber vollkommen nachvollziehbar. Also ich fand, und Cillian Murphy ist halt auch, ich mag den nicht. Ich finde den nicht. Hat so eine Drauftretfresse, ne? Der ist mir immer diese Fischlippe, Entschuldigung, ich will jetzt nicht, aber Cillian Murphy, ich meine,
das ist ja, zum Teil ist das ja echt gut, ja. Also wenn Cillian Murphy zum Beispiel Scarecrow, ich fand es so geil, dieser Psychiater, dieser spastisch-schmierige Psychiater, was er ja auch sein sollte in Batman Begins, dem hättest du 10-mal einen reinhauen können, hättest du sagen, oh du mieser, kleiner, aalglatter Typ, so, ja. Am liebsten würde ich dich irgendwie direkt die Toilette runterspülen, weil du auch genau durchflutschen würdest, so. Und das da, für solche Rollen ist Cillian Murphy perfekt. Ja, mhm. Da ist der wirklich richtig großartig. Und ich finde, in den Rollen ist der auch am besten, wenn der halt mal so wirklich der assi-schmierige Typ sein kann. Ja, so der ekelhafte, so, mit dem du gar nichts zu tun haben willst. Ja, ist ein bisschen was anderes, wenn du den in die Rolle sozusagen des zum mitfühlenden Protagonisten da reinfuhrst. Und genau, und dieser mitfühlende Protagonist, der will bei mir nicht ankommen. Ja, aber das ist auch wieder persönlich. Deswegen will ich auch gar nicht sagen, der hat da auch einen soliden Job gemacht und auch seine Figur war innerhalb des Genres gesehen schon relativ nachvollziehbar, bis auf so ein, zwei Sachen. Ja. Aber das ist Nitpicking, das ist überhaupt nicht relevant für diesen Film. Und dann fand ich es halt so schade, oder beziehungsweise dann fand ich das einfach viel zu überraschend, was dann am Ende dann oder im letzten Drittel so kurz vor knapp irgendwie auf einmal noch erscheint. Mhm. Und was mich da dann zusätzlich angenervt hat, war dann, wie es in Szene gesetzt wird. Weil das hat mich echt genervt. Ich habe gesagt, ey komm, selbst Ridley Scott war geiler. Also beziehungsweise selbst Ridley Scott na gut, das ist schon. Hat dem mal irgendwann den Payout gegeben. Also der hat ihm irgendwann ausbezahlt, optisch so, ja. Und das war einfach nicht so. Und das hat mich so geärgert. Ich habe mich so geärgert, weil ich gedacht habe, ey Boyle, leck mich am Arsch mit deinen Lensflares und mit deiner Verzerrung und deinen komischen. Hier, das hat er ja ziemlich oft gemacht, dann irgendwann. Diese verzerrten, abgerissenen Bilder. Genau, so verzogen und genau, alles. Genau, dass sich das Bild so, genau, wie so ein richtig Verlauf ins absolut Unerkennliche. Als ob du so ein Zerrspiegelkabinett Spiegeleffekt, ja genau, so kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und das ging mir so auf den Sack. Ja, das ging mir echt so auf den Sack. Ich die ganze Zeit, weil ich drauf gewartet habe, okay, ich habe dann gesagt, gut, jetzt wird's so, akzeptiere ich. Aber dann, komm, gib mir was. Mhm. Und das hat er mir nicht gegeben. Das hat er mir einfach nicht gegeben. Und dementsprechend, Sunshine ist wirklich inszenatorisch und auch so von dem, was er erzählen will, echt ein toller Film. Aber ich habe wirklich zig Gründe, die mir diesen Film halt echt einfach vermiest haben. Es ist ein ziemlich polarisierender Film. Also ich habe auch Meinungen am beiden Enden des Spektrums schon gesehen dazu und spezifisch eben mit den Sachen, die du erläutert hast, dass das der Punkt für viele Leute ist, wo der Film dann wegfällt. Und ey, ich kann dir da auch nicht entgegensprechen. Für mich ist es eben dann bei 28 Days Later, andere finden ihn geil. Für mich zerbricht er dann an gewissen Stellen. Es ist einfach so ein bisschen so das Geschmäcklerische, was durchkommt, dass man entweder funktioniert es auf die eine Richtung für einen oder nicht. Und ihr könnt euch ja selber gerne davon bezeugen, ne? Wenn ihr Danny Boyle-Film andere gesehen habt, ihr wisst schon ein bisschen, was ihr bekommt, aber auch nicht ganz. Genau, und vor allem ist es toll zu sehen, dass ein Mann sich in so vielen Genres irgendwie A, austobt und B, auch sich zu behaupten weiß. Also Sunshine, auch wenn er mir jetzt persönlich nicht so sehr gefällt, ja, ist kein verkehrter Film. Es ist ein guter Film so oder ein guter Science-Fiction-Film mit einem schönen Ansatz, mit einer fantastischen Umsetzung, ja, auch wenn sie halt, wie gesagt, mir persönlich dann übertrieben wurde. Und wer auf gut gemachte Science-Fiction steht, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Und man kann wirklich, also ich glaube auch, dass meine Ansicht jetzt nicht unbedingt sehr selten ist. Also man kann wirklich die Klasse des Films anerkennen und trotzdem sagen, dass ich den nicht so geil fand. Das fällt bei dem Film nicht schwer. Und das ist halt das Schöne auch an einem Danny Boyle. Ja, also der wirklich ja viele kontroverse, oder so, schon sich im kontroversen Bereich bewegende Filme und heiße Eisen angefasst hat. Mhm. Ja, und ey, Sunshine, also bloß der verdient hier in der Liste zu sein, keine Frage. Ja, er ist nur halt in meiner persönlichen kleinen Science-Fiction-Welt ist er halt leider ziemlich weit unten. Ja, das sind daneben und Sachen. Und er hätte es echt meiner Ansicht nach relativ leicht irgendwie besser machen können. So. Oder beziehungsweise nicht, dass es so wirklich schwierig wäre. Aber ich kann auch dann verstehen, ich glaube, das war von Fox, der war von Fox, glaube ich. Und da wollte man wahrscheinlich auch dann einen Film irgendwie ins Kino bringen, der ja, ich weiß nicht, ob dann von wegen dann, wir brauchen noch so einen Crowdpleaser oder wir brauchen irgendwas, damit noch Publikum dann rangehalten wird. Aber wie schon erwähnt, ich habe schon gesagt, ich mag den Film aus dem oder dem Grund und ihr seht eben eine vergleichsweise ziemlich coole frühe Performance, in Anführungsstrichen, von Chris Evans damit dabei. Also, wenn man mal, das kann man mal auch nochmal positiv hervorheben, ja, wenn es dann irgendwie doch mal von Chris Evans in den frühen Jahren eine gute Performance gab, dann in dem Film, ja. Also da war er zwar immer noch ein bisschen beeinträchtigt durch Fantastic Four, glaube ich, den ersten schon. Ja, der erste zumindest war dann schon passiert, aber er war noch nicht da angekommen, wo man ihn heute kennt. Er war mehr so einer dieser allerwelts Stoffschauspieler eine gewisse Rolle mit rein, also wo er das Gefühl hat, es ist austauschbar, da. Aber da hat er schon ein bisschen so das Blinzeln im Auge gezeigt. Also da muss man auch mal sagen, Chris Evans finde ich am Anfang, wie gesagt, Johnny Storm und so Sachen, in den ersten Filmen fand ich ihn eigentlich immer erst richtig
doof, so ein aalglatter Schönling irgendwie, kaum Profil. Mhm. Und der hat es aber dann doch echt geschafft, ja. Also da gab es diesen The Losers, da habe ich eine sehr, sehr geile Lieblingsszene in diesem Film. Also der Film an sich ist nicht so geil, aber da macht er eine coole Szene, spielt er mit. Und er hat auch so einen Allerweltsnamen, Chris Evans, ja. Das ist ja nix. Aber und dann kam ja noch der erste Captain America, wo ich gedacht habe, ob das jetzt was wird, so, aber spätestens mit dem zweiten Captain America habe ich jetzt überhaupt kein Problem mehr mit Chris Evans. Im Gegenteil. Ja, also man entdeckt, also ich habe ihn damals nicht als Chris Evans wahrgenommen. Ich habe ihn gar nicht erkannt, dass es Johnny Storm gewesen ist, sondern nur im Nachhinein, ach Moment, wirklich. Jetzt natürlich ist es ein bisschen was anderes, wenn man da reinschaut. Und wie schon erwähnt, es ist Space Horror oder Space Thriller Horror von Danny Boyle gemacht, ja, mit vielen streitbaren Elementen. Für mich hatte mir so viel Spaß gemacht, dass ich ihn gerne hier auf diese Liste mit drauf getan hätte. Auf deine Liste wäre er nicht unbedingt gelandet. Nee, also wirklich nicht. Vor allem, weil es mit Chris Evans gibt es auch eine so saubeschissene Szene, ja, wo ich gedacht habe, Alter, wer baut denn ein Raumschiff so? Das ist doch Kacke. Ja, da gibt es so eine Szene, da muss Chris Evans irgendwie an diesen Reaktor ran. Mhm, ja. Habe ich mich aufgeregt. Ja. Das ist so blöd in Szene gesetzt. Er muss dieses Ding hochfahren und dann klemmt es und dann muss er in dieses eiskalte Wasser hinabsteigen, um irgendwas Lebensnotwendiges an diesem Raumschiff zu machen. Und da frage ich mich halt, ey, wer konstruiert denn eine Maschine so, wenn irgend so ein wichtiges Teil davon abhängt, dass die Mission irgendwie gelingt, und baut es dahin, wo kein Schwein hinkommt? Ja, manchmal muss man Opfer bringen für seine Gesellschaft. Ja. Gut, egal. Sunshine. Sunshine. Verdient hier auf der Liste. Ja, auch das sage ich, obwohl ich den Film wirklich nicht mag. Ja, wir machen dann morgen weiter mit 28 Days Later in deiner Liste. Nein, nicht unbedingt. Ich mag ja 20 Weeks Later. Mag ich auch. Ja, ja, den finde ich echt gut. Muss ich auch sagen. Wer ist der Hauptdarsteller nochmal? Robert Carlyle. Robert Carlyle. Fand ich, also, ja, super Anfangsszene. Auch wenn Danny Boyle wieder berühmt geworden. Stimmt. Ja. So ist es. Dann gut. Seid morgen wieder dabei. Bis dann.